Tut mir leid für den kleinen Schnitt gerade, nur wir hatten schon überzogen und ja, jetzt geht's direkt mal weiter. Greetings, my good men. What would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the East. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. What the hell? It's a trap! You got a problem with me! Da geht's direkt weiter. Ich hätte nie gedacht, dass Mr. West Dickens mit einer Kanone umgehen kann, oder eher gesagt mit einem Revolver. Fucking dang pig, them cock sucking some bitches escaped the other side of the fort. All right, let's go. Let's find those bastards. Na, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Muni. I think my work here is done. Godspeed. Boah. Wo soll ich denn wissen, dass sie nicht sterben dürfen? Wir gehen doch so am Arsch vorbei. Mein Gott. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn so ein scheiß Deputy tot ist, neu starten muss, ne, dann wird das nichts mehr.
That's the last of them. We still can't find Williamson anywhere. Hey, it's the snake oil guy! General Adams at the inn, for goodness sake! That fool must be hiding. Men, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! You got a sense of urgency here, please? Open the gate! It's the snake oil guy! Get the goddamn gate open and lock it behind him! Jetzt kommt er wieder angekrochen, ne? Got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements riding this way. Oh my good lord above! There must be 100 of them. Klingt ja gut. Ich gehe doch jetzt nicht ernsthaft raus, oder? Nein, das tue ich hoffentlich nicht. Oh doch, oh ja, mit der Gatling fühle ich mich doch schon gleich viel wohler. Und das Pferd ist tot. Ich liebe es, wenn die von ihren Pferden runterfallen. Wenn die Pferde sterben. Wie kann man denn so blöd sein? Bill ain't here. We looked everywhere. Hold on! Oh darn, I missed it. Mr. Marston, we got a live one. He says, Bill's already run up to Mexico yesterday morning. You'll never get him. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparos, I think he said. That's bandit country. Chupa feckin' Rosa! Well, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshal? All right, boys. That's enough. Hoffentlich sehe ich Seth nie wieder. Ja, also jetzt geht's für mich wohl nach Mexiko. Wie viel Geld habe ich jetzt? Egal, in Mexiko gibt's mehr. In Mexiko gibt's die schönen hier ungarischen Halbblütler. Sind auch einer meiner Lieblingspferde und die, ich finde die gar nicht so selten. Let's go.
Wow. Ach komm schon, Pferd. Genau. Oh. Ach ja, hatten wir heute auch mal wieder ein bisschen Spaß. Nicht wahr? Was ist jetzt los? Ich hatte gar nicht die Wahl, vom Kontrollpunkt neu zu starten. Ach so, ja, stimmt, ich bin in keiner Mission. Ach, was soll's. Wo muss ich jetzt zu Irish? Wo ist der Kerl? Ja, okay, demnach ist der... Boah. Da gehe ich jetzt nicht lang, weil ich kenne einen schnelleren Weg. Genau den, oder? Ist hier das? Ist das der Weg, den ich... Nein, das ist nicht der Weg, den ich jetzt gegangen wäre. Ach, ich gehe meine eigenen Wege. Egal, was der Wegpunkt sagt. Links ist Scott's Chapel, da wo Seth immer war, dieser räudige Hund. Mein Pferd schmeißt mich gleich runter. Und genau das ist der Weg, den ich reiten wollte. Langsame Pferde. Green Hollow. Im Multiplayer gibt es hier das legendäre Wildschwein Gordo, oder? Ja, doch, Gordo. Oh ne, die Büsche sind ganz scheiße. Da kann man nämlich nicht durchreiten. Brittle Brush Troll. Und bevor ich jetzt in die Mission gehe, beende ich mal den Part. Bis zum nächsten Mal.